Ich möchte, noch vor wir noch ein wenig über Israel reden werden, nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für diesen heutigen Gnadentag. Danke, dass wir diese Möglichkeit haben, über dein geliebtes Volk Israel reden, so wie du es durch dein Wort uns gegeben hast, Herr. Und Herr, so beten wir, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Ja, wisst ihr heute, welcher Tag es in Israel ist? Rosh Hashanah. Ja, Rosh Hashanah, das ist der israelische, also jüdische Neujahr. Heute beginnt der neue jüdische Jahr. Und dieser Fest hat seinen Ursprung im Wort Gottes. Wir müssen aber sehen, dass biblisch gesehen ist nicht heute der erste Monat des Jahres, sondern der siebte Monat. Aber wo die Juden zurückgekehrt sind aus Babylon, da haben sie tatsächlich babylonische Traditionen auch wahrgenommen. Und so wurde der siebte Monat zu erstem Monat. Gut, das ist so nebenbei, so als allgemeine Info. Und wir wollen aber in 3. Mose Kapitel 23 nur ganz kurz Folgendes sehen, dass Israel sehr wohl noch eine Zukunft hat. Und diese Zukunft zeigt uns Gott durch die Feste des Herrn. Die Feste, wo Gott das Volk Israel damals in der Wüste gab. Diese Feste, wo sie regelmäßig feiern sollten. Und ich glaube, dass im Christentum ist etwas passiert, was nicht gut war. Wir reden nicht mehr über diese Festen. Und weil wir nicht über diese Feste reden, über ihre Bedeutung reden, vergessen wir oft, dass diese Feste alle aber auch eine Bedeutung hatten und haben für das Volk Israel. Diese Feste haben eine primäre Botschaft in Bezug auf Jesus Christus. Das ganze Alte Testament hat dieses eine Ziel, Jesus Christus. Das sagt Jesus so klar in Johannes 5, Vers 39. Aber diese Feste haben eine Botschaft in sich, eine Botschaft auch fürs Volk Israel. So haben wir den Pessachfest, der Passa. Wir nennen es auch Ostern bei uns, und das Symbol ist vom Sklaverei hin zur Freiheit. Und die Botschaft ihn auf Jesus als der Opfer, der geschlachtet wurde, um uns zu versöhnen, um uns zu erretten. Der nächste Fest, wo wir haben, anhand von 3. Mose 23, Abvers 9, ist die Darbringung der Erstlingsgarbe. Auch dieses Fest wurde innerhalb der Passafest gefeiert, in diesen 7 Tage, am 3. Tag. Ja, was geschah am 3. Tag? Am 3. Tag ist der Herr auferstanden. Und er war diese Erstlingsgabe, so wie wir es auch in 1. Korinther 15, Vers 20 lesen. All dies hat sich erfüllt. Und da haben wir das nächste Fest, das Fest der Wochen oder Pfingsten, Shavuot in Hebräisch. Und da haben wir die Erfüllung, wo der Heilige Geist über die Jünger kam und ihnen Vollmacht gab, geht hin in alle Welt. Denn das Heil kommt von den Juden. Jesus war ein Jude. Und diese frohe, rettende Botschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes begann in Jerusalem hin zu aller Welt zu erklingen. Und so kommt der nächste Fest. Und das ist dies, was heute in Israel gefeiert wird. Das sogenannte Rosh Hashanah. Und Rosh heißt Kopf, Hashanah heißt Jahr, so Anfang des Jahres. Nein, in biblischer Sprache ist es nicht Anfang des Jahres, sondern, ich möchte es gerne lesen, Vers 23, 24 und 25. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, im 7. Monat, am 1. Tag des Monats soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und ab diesem Fest sind es 10 Tage, und es sind 10 auf eine Art und Weise Fastetage. Und 10 Tage, wo man Gott wieder ganz neu sucht. Und 10 Tage nach dieser Feier haben wir die sogenannte Yom Kippur-Feier, der Versöhnungstag.
Die Versöhnungstag hat sich ja auch erfüllt in Bezug auf das vollkommene Opfer Jesus Christus am Kreuz. Und schlussendlich, wo der Vorhang zerriss von oben bis nach unten. Und der Weg zu Gott war offen. Aber wie ist es die Erfüllung in Bezug auf das Volk Israel? Wir müssen sehen, wir wissen über den Posaunenschall, der noch kommen muss. Und Posaunenschall hat immer mit einer Art und Weise im Alten Testament mit dem Gegenwart Gottes zu tun. Und ich glaube so, es wird ein Tag sein, wo Gott sich sein Volk offenbaren wird in der Zukunft. Und dann werden sie, Zechariah 12, Vers 10, im Anschauen, den sie durchbohrt haben. Und was lesen wir? Sie werden wehklagen. Warum werden sie wehklagen? Weil sie werden erkennen, das Passa hat sich erfüllt. Die Erstlingsgabe hat sich erfüllt. Pfingste hat sich erfüllt. Aber unsere Buße als Nation, unsere nationale Wiedergeburt ist noch nicht ist noch nie geschehen. Und dann werden sie weinen, bis sie an dem anschauen, den sie durchbohrt haben. Und das wird ihre Versöhnung sein. Was würde der Herr in 10 Tage geben, um das Volk, um zurückzubesinnen, zurück an Jesus Christus. Und Geschwister, dieser Tag kommt noch. Weil wir haben noch ein Fest, wo wir auch in Zechariah Kapitel 14, Vers 16 bis 19 lesen. Das ist das sogenannte Laubhüttefest, ein Fest, wo im tausendjährigen Reich alle Nationen der Erde feiern werden. Diese Ruhe in Gott. Aber vorher, noch bevor dies geschieht, muss dieser Tag, das Fest der Hörnerschalls, das Posaunenfest, hin zum Versöhnungstag noch geschehen, fürs Volk Israel. Und dann kommt das tausendjährige Reich. So, was sehen wir? Israel hat sehr wohl eine Zukunft. Und Geschwister, ich mache mir große Sorgen, weil in der Gemeinde geschieht momentan etwas, was nicht ohne ist. Etwas, was sehr negativ sein kann. Und das ist dieser eine Gedanke, Israel wird weggedacht. Eine lange Zeit gab es eine regelrechte, Erweckung in Bezug auf Israel. Aber ich glaube, für viele Christen, die sagen, ja, sie sind jetzt schon 74 Jahre zurück, ist noch nichts geschehen. Ja, vielleicht sollten wir gar nicht über Israel reden. Und solche Sätze hört man immer mehr und immer öfter, auch in unseren Kreisen. Nein, nicht schon wieder Israel am Sonntag. Ich möchte euch mal herausfordern, die, wo es so denken. Schaut mal im YouTube hinein, alle unsere Predigten, und fragt euch, wie oft wir wirklich über Israel reden. Ihr werdet noch überrascht sein, wie wenig wir über Israel reden. Ja, wir haben heute einen Israel-Tag, das ist natürlich was Besonderes. Aber es ist gar nicht so viel. Vielleicht ist es sogar zu wenig. Okay, das können wir anders mal diskutieren. Ja, andere sagen, Israel sollte gar kein Thema im Gottesdienst sein. Es ist ein säkuläres Volk. Es ist nicht unsere Sache, mit sie zu beschäftigen. Andere sagen, Israel ist in der gegenwärtigen Heilszeit nicht wichtig. Und andere sagen, ja, die Kirche hat Israel ersetzt. Es ist dies, was eigentlich die meisten Gemeinden und Kirche heute glauben. Auch die meisten Bibelschulen heute. Es wird kaum noch überhaupt über die Stellung Israel geredet. Oder andere sagen, das habe ich ja schon vorher gesagt, ja, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann Israel nicht einordnen, ich will nicht mehr darüber hören, ich will mich nicht damit beschäftigen. Und überhaupt nach Israel zu reisen, für was? Was bringt das mir? Ja. Nein, Sie müssen nicht nach Israel reisen. Wir haben es schon heute in der ersten Versammlung gehört. Eine Reise nach Israel ist auch eine gewisse geistliche Erfahrung. Auf einmal wird vieles sehr klar. Und ich glaube, dass viele, die in Israel waren, können auf einmal Israel besser einordnen und vieles im Wort Gottes auch besser verstehen.
Aber all diese Sprüche, die ich jetzt brachte, ich kann Israel nicht mehr, ich kann es nicht mehr hören, es ist einfach zu viel. Es erinnert mir an einen Bibelvers aus 2. Petrus. Und die einen wissen wahrscheinlich, wo ich hingehe. 2. Petrus, Kapitel 3. In 2. Petrus, Kapitel 3, da lesen wir, wie eigentlich Petrus warnt vor einer gewissen Entwicklung in der Gemeinde. Und er sagt, es werden solche kommen, Vers 3 und 4, die werden Folgendes sagen. 2. Petrus, was habe ich gesagt? 3, Vers 3 und 4. Dabei sollt ihr von allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihrem eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Für mich geht es fast in die gleiche Richtung. Auch wenn man über die Wiederkunft des Herrn reden, hört man genau die gleiche Sprüche. Oh nein, nicht wieder ihr und eure Entrückung. Nicht wieder das Kommen des Herrn. Aber ohne Kommen des Herrn haben wir ja gar keine Hoffnung. Ohne dies ständig vor Augen zu haben. Aber es ist genau der gleiche, ich sage jetzt mal, nicht Geist, aber die gleiche Art des Denkens. Wir wollen ganz kurz über Israel heute denken. Wir müssen sehen, das Wort Gottes ist in Bezug auf eine Wiederherstellung des Volkes Israel im Land Israel sehr klar. Und diese Verse sollten wir uns einschärfen. Gott sagt in Bezug auf das Volk Israel, auf den Bezug, warum er an ihnen handelt, Folgendes. Ezekiel Kapitel 36 und in Ezekiel 37 kommt ja dieses faszinierende Kapitel von dieser Trall voll trockener Gebeine, eine prophetische Rede über die Wiederherstellung Israels. Ein langsamer Prozess, der stattfinden wird, den wir heute aber vor unseren Augen haben. Und so lesen wir Ezekiel 36, das sagt Gott, und das ist wichtig, dass wir es immer sehen, es geht nicht primär um das jüdische Volk, sondern Gottes Handel an das Volk Israel hat einen Grund. Der Grund, dass sie heute noch da sind, ist folgendes. Ezekiel 36, Vers 22 und 23. Darum spricht zu dem Haus Israel. So spricht Gott der Herr, nicht um euretwille tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinem großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker soll erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihrem Augen an euch heilig erweisen werde. Und wie wird es der Herr machen? Vers 24, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Das ist noch wichtig. Wir haben eine Ergänzung dazu in Jeremia 31, Vers 8 bis 10. Und dort lesen wir, dass sie von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde zurückkehren werden. Und Geschwister, wir können diese Verse nicht auslegen an diese Zeit nach dem Babylon, der babylonischen Zeit. Viele sagen, das hat sich alles schon erfüllt. Aber nein, es hat sich nicht. Weil wir müssen verstehen, dass zur Zeit Jesus auf Erde das jüdische Volk schon im ganzen Römischen Reich zerstreut war. Die 400 Jahre vorher zurückkehrte aus Babylon, das war nur eine kleine Minderheit, die zurückkehrte. Die meisten blieben in Babylon zurück. Und später geschah diese Zerstreuung im ganzen Römischen Reich. Und man sagt, zur Zeit Jesus lebte 20% der Juden im Lande Judäa. Und der Rest war schon zerstreut. Und der Herr redet ja, dass er sie zurückholt aus der Zerstreuung von wo? Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und wir wollen diesen Vers nicht einfach sagen, ja, das war einfach das Babylonische damals. Und so kehren sie zurück. Ja, wann kehren sie zurück?
kommen noch gerade dazu. Jeremia 31 lesen wir, lass uns diese Kapitel auch noch öffnen. In Jeremia 31, sagt der Herr Folgendes, auch dies in Bezug auf das Volk Israel und dass sie sehr wohl ein Volk bleiben vor Gott. Vers 35, so spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, das seine Wellen brausen. Herr der Herrscher ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, allezeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. So spricht der Herr, wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfeste der Erde darunter zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israel verwerfen wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Was sagt der Herr? Sie haben den Strafe verdient. Sie haben es nicht mehr verdient, ein Volk vor mir zu sein. Und trotzdem, weil ich treu bin, weil ich mein Wort hält, wird dieses Volk eine Nation bleiben vor mir. Auch dieser Vers kann man nicht anwenden auf die Gemeinde. Es geht nicht. Sehr wohl können wir was anderes anwenden. Gott bleibt seine Verheißungen treu. Und wenn wir Israel anschauen, soll das uns trösten. Genauso wie er mit Israel zu Ziele kommt, wird er auch mit uns zu Ziele kommen. Wenn wir aber nicht glauben, dass Gott mit Israel zu Ziele kommt, mit ihrer Schlussendung zu Ziele kommt, warum sollen wir glauben, dass er mit uns einmal zum Ziele kommt? Dass auch wir eine Hoffnung haben, dass er sein Wort hält. Und so lesen wir Vers 37 nochmal, wie man den Himmel droben messen kann und die Grundfeste der Erde darunter zu erforschen vermag. Was heißt das nochmal für uns in Bezug auf das Weltall? Es ist faszinierend, so besser die Teleskope werden im Weltall. Was passiert mit unserem Weltall? Er ist immer noch gleich wie vorher, aber wir entdecken, er ist noch größer und noch faszinierender, als wir überhaupt dachten. Und wir sehen das Ende nicht. Der Mensch muss eins realisieren, baut die beste und größte Teleskope. Ihr werdet das Ende nie finden. Und genau darum wird auch Israel eine Nation bleiben vor Gott. Geschwister, das sind biblische Verheißungen. Das sind göttliche Verheißungen. Und wir können die nicht einfach so auf uns Gemeinde anwenden. Es passt gar nicht im Kontext. Also Israel, wir sehen sehr wohl eine Nation, die eine Zukunft hat. Eine Zukunft vor Gott. Und ja, die Kirche, die hat lange Zeit ausgelegt tatsächlich, dass die Gemeinde den Platz Israel eingenommen hat. Und Israel somit keinen Platz mehr hat vor Gott. Und ich glaube, dass wenn wir vielleicht vor 200 Jahren gelebt hätten, müssen wir einsehen, wahrscheinlich hätten wir es auch geglaubt. Und trotzdem frage ich mich manchmal, das Wort Gottes ist so klar. Warum sind die Kirchenväter, warum ist die Theologie überhaupt in diese Richtung gegangen? Wir werden nachher noch sehen, wie Paulus von dieser Richtung sogar warnt. Aber Geschwister, wir sind mal gnädig mit den Kirchenvätern. Wir lassen sie mal sagen, okay, es war eine andere Zeit. Aber heute, im 21. Jahrhundert, kann ein wiedergeborener Christ nicht mehr behaupten, dass Israel keinen Platz hat mehr vor Gott. Es überrascht mich immer. Letztens habe ich mit einem jungen Mann geredet, eine Eifer fürs Wort Gottes, wie ich selten begegnet habe. Da haben wir über Israel geredet. Ich wusste gar nicht, was ich rede. Das kam ihm Spanisch vor. Ja, also für die, die Spanisch können, seid gesegnet. Ja. Aber er wusste gar nicht, was damit anzufangen. Warum? Weil er hat sich an der, ich sage jetzt, die reformatorische Theologie festgehalten. Aber ich sage, Bruder, schau mal,
ich möchte jetzt gar nicht gar nicht biblisch argumentieren, aber es gibt ein Volk, der anders ist als alle Völker der Erde, ob es uns passt oder nicht, Geschwister. Ist egal, was wir denken darüber. Aber wir müssen eins zugeben, sowas gab es noch nie in der Weltheitsgeschichte, in der Menschheitsgeschichte, dass ein Volk 3000 Jahre schon existiert, mehr als 3000 Jahre, 3500, je nachdem, wie man rechnet, und das Volk wird schon im 1. Mose Kapitel 12 erwähnt. Und sie sind heute noch da. Okay, das war jetzt ein biblisches Argument. Aber lass uns einfach mal ganz jetzt kurz die Geschichte schauen. Sie sind zurück heute aus allen Nationen. Wir haben gesehen, sie müssen zurückkehren. Und was haben wir heute in Israel? Wer war schon mal in Israel? Wunderbar, allzeit wieder eingeladen, ja? Ihr müsst aber selber bezahlen, ja? Aber herzlich willkommen. Und die andere sowieso, ja? Da gibt es noch eine gewisse Lücke, die muss geschlossen werden. Aber zurück zu Israel. Tatsächlich kehren sie zurück aus allen Nationen. Und das sehen wir in Ezekiel 37, wie er darüber redet, wie dies, was tot war, was nicht mehr lebendig war. Das heißt, sie waren mal lebendig und sie wurden zu dies, was sie mal waren. Sie haben in gewisser Hinsicht eine wichtige Identität verloren. Und siehe da, sie kehren zurück. In wohin kehren sie zurück? In dem Land, das Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Und Geschwister, jeder Mensch, wo ein wenig studieren konnte damals, hätte gesagt, lass uns ja nicht damals nach Palästina zurückkehren, weil das gibt nur Probleme. Und das haben sie auch bis zum heutigen Tag. Es gibt auch keine Ruhe. Aber es gibt kein anderes Land für das Volk Israel als nur dieses eine kleine Landstück, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Und genau dieses Land wird ihnen gegeben, zurückgegeben, sage ich mal. Und sie kehren zurück. Und jetzt sagen alle, also das habe ich oft gehört, ja, das ist nur Zufall. Sag, wie bitte? Manchmal frage ich mich, was braucht man noch mehr? Es steht doch, dass der Herr sie zurückführen wird. Warum wollen wir es nicht verstehen? Ich weiß, wir verstehen es, ja. Aber es ist einfach, manchmal frage ich mich, ob das eine bewusste Rebellion ist. Das jüdische Volk passt mir nicht, ich will es nicht wahrhaben und genau darum werde ich bewusst das Wort Gottes so auslegen, dass es nicht passend gemacht wird. Und dann haben wir aber noch etwas, Geschwister. Ein Volk, welches eine Identität braucht, braucht Kommunikation. Und das sehen wir doch auch. Die hebräische Sprache nach der babylonischen Rückführung ist etwas auch Negatives passiert. Die hebräische Sprache hat seine Kraft verloren. Was geschieht dort? Sie beginnen Aramäisch zu reden. Und immer mehr und mehr wird das Aramäische dominanter. Das ist so, dass zur Zeit der Jesus das Volk untereinander Aramäisch und Hebräisch geredet haben. Aber Aramäisch war dies, was die meisten geredet haben. Und da war diese Gefahr, und das wurde schlussendlich auch passiert. Die hebräische Sprache wurde zu einer toten Sprache. Es wurde nur noch in der Synagoge gesprochen. Eine Sprache der Liturgie. Aber untereinander hat man nicht mehr Hebräisch geredet. Und die einzige Sprache der Welt, der so lang nicht mehr geredet wurde, wird im 20. Jahrhundert wieder lebendig. Ich weiß, nur Zufall, gell? Nein, ist kein Zufall. Gott ist am Handeln. Gott ist am Wirken. Und jetzt möchte ich aber trotzdem diese Frage stellen. Was ist passiert in der Kirche, dass Israel kein Thema mehr war? Was ist da passiert? Und da gibt es unterschiedliche Gründe. Aber ich möchte es anhand
ein neutestamentliches Ereignis uns zeigen. Und wir öffnen da Apostelgeschichte Kapitel 18, Vers 2. Apostelgeschichte 18, Vers 2, da lesen wir: Wie Paulus, der unterwegs war, folgendes. Ich lese ab Vers 1. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Also es geschah etwas. Die Juden mussten Rom verlassen. Ja, auch die messianischen Juden mussten Rom verlassen. Und da geschieht etwas, weil da wächst eine Gemeinde auf in Rom ohne Juden. Eine Gemeinde ohne Juden. Und das war fatal. Ich erkläre Gott warum. In Römer Kapitel 16, Vers 3, da lesen wir: Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Das heißt, dass später Priscilla oder Priska und Aquila zurückgekehrt sind nach Rom. Also sie durften wieder zurückkehren. Und Apostelgeschichte 8, Vers 2 liefert einen wichtigen Hinweis darauf, warum Paulus in seinem Brief an die Römer so viel über Gottes Pläne für Israel sprechen musste. Er spricht tatsächlich im Römerbrief sehr viel darüber. Ich las letztens eine Auslegung über den Römerbrief, eine sehr gute Auslegung. Aber wisst ihr, wo diese Auslegung aufgehört hat? Kapitel 8. Und ich wollte unbedingt 9, 10 und 11 auch noch lesen. Es war nicht da. Aber wir dürfen diese drei Kapitel nicht wegnehmen. Wir brauchen diese Verständnis. Und genau Paulus, er nimmt sich bewusst diese Zeit, dieser Gemeinde in Rom etwas Wichtiges zu erklären. Die Juden wurden ja um das Jahr 49 nach Christus aus Rom vertrieben. Der Brief an die Römer wurde 55 nach Christus geschrieben. Und offensichtlich, nochmal, Aquila und Priscilla sind zurückgekehrt, aber eine Zeit lang war es eine Gemeinde ohne Juden. Eine Gemeinde ohne Juden kann leicht in ihrer Theologie über Israel in der, Punkt Nummer 1, Ersatztheologie verfallen. Wir lesen Römer Kapitel 11, Vers 2 folgendes. Römer Kapitel 11, Vers 2. Da sagt er: Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott gegen Israel aufsteht und spricht und so weiter. Also Paulus sagt, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und logisch, wir müssen das auf zwei Art und Weise verstehen. Auf der einen Seite, in der Gemeinde gab es immer einen jüdischen Teil. Aber dann kam oft auch irgendwann dieser Widerstand gegen diesen jüdischen Teil. Und dann geschieht etwas in der Kirchengeschichte, dass ein Jude, der sich bekehrte zu Jesus, oft sich in der Kirche gar nicht zu Hause gefühlt hat. Aber die Gemeinde, wo hat sie angefangen? In Jerusalem, in Judäa, Samaria, in aller Welt kam es von Jerusalem. Also der Ursprung ist jüdisch. Die erste Gemeinde war jüdisch. Die ersten 3000 Bekehrten waren Juden. Die 12 Apostel waren Juden. Paulus war ein Jude. Ja, Paulus ergibt uns vieles, um dies auch zu verstehen. Er warnt uns auch von dieser eine falschen Gedanke, dass wir auf einmal denken, wir müssen jüdisch werden. Und da warnt Paulus, Philipper Kapitel 3. Alles, was über Christus geht, war für ihn ein Dorn. Aber der Punkt, wo Paulus ihnen klar macht, Gemeinde, passt auf. Weil ziemlich schnell ist diese Theologie hineingekommen, dass Israel keinen Platz mehr hat vor Gott. Eine führende Person in dieser Theologie
war Augustinus, ich werde nach Augustinus aber auch noch einen Kredit geben, ja, einen kleinen Kredit. Nicht alles, was er gesagt hat, war falsch. Wir müssen sehen, das war der 4. Jahrhundert und da hat sich vieles entwickelt. Da kamen viele Prägungen hinein. Ein zweiter Punkt, wo Paulus sie warnt, war eine arrogante Haltung gegenüber Israel. Und diese arrogante Haltung, Geschwister, sehen wir in vielen Kirchengebäuden in Europa, wo die Juden bewusst schlecht dargestellt werden. Römer 11, Vers 18 lesen wir, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Er warnt sie. Passt auf der Art und Weise, wie ihr über das jüdische Volk denkt. Vergisst nie. Und Paulus sagt das so klar in Römer Kapitel 9, ich lese die Verse ab Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünsche nämlich selber, von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandte nach dem Fleisch, die Israeliten sind, und jetzt kommt es, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach dem Christus, der über alles ist, hochgelobte Gott in Ewigkeit. Amen. Also, das dürfen wir nie vergessen. Und so sind wir als Heiden hineingepropft in diese edle Ölbaum hinein, als wilde Zweige. Geschwister, dies ist Gnade. Und deshalb warnt Paulus, passt auf von einer arroganten Haltung gegenüber das Volk Israel. Geschwister, das heißt nicht, dass wir Fakten nicht sehen müssen. Und da, was Sünde ist, muss auch angesprochen werden. Und wir sehen ganz klar, das Volk heute in Israel ist nicht ein Volk, das heute Gott nachfolgt. Oh nein! Israel ist sehr gottlos heute. Sie machen regelrecht Konkurrenz auch zu uns Westen da, wer gottloser ist. Das muss uns auch vor Augen sein. Aber es hat damit gar nichts zu tun. Sondern es geht um, von wo kommt unser Heil? Und genau darum haben wir eine Verantwortung. Und so warnt auch Paulus weiter in Römer Kapitel 11, dass die Gemeinde muss aufpassen, Gottes Plan für Israel bewusst oder sogar unbewusst zu ignorieren. Und so lesen wir diese verheißungsvolle Verse für Israel, Vers 25 und 26, denn ich will nicht meinen Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Was sagt uns dieser Vers? Das können wir nicht anders verstehen als was? Israel hat sehr wohl noch eine Zukunft vor Gott. Wir müssen das gar nicht irgendwie allegorisieren wollen oder irgendwie die Gemeinde dort hineinpressen wollen. Er redet zu der Gemeinde und er sagt die Gemeinde, Gemeinde, Geschwister, Israel hat noch eine Zukunft. Es kommt der Tag, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. In anderen Worten, wenn Gott in seinen souveränen Plan, wie er es festgelegt hat, wenn die Heide das Wort Gottes bekamen und die Gemeinde vollkommen da ist, dann wird der Moment kommen, wo er seinen Plan mit sie wieder aufnimmt. Und Geschwister, 74 Jahre schon ist ein säkuläres Volk zurück im Lande Israel. Und das soll uns aufrütteln. Das ist etwas, was die Kirche damals noch nicht verstand wahrscheinlich. Oder nicht verstehen wollte, aber sie sind zurückgekehrt. Gott nimmt seinen Plan wieder auf. Eine andere Warnung, wo Paulus spricht, ist,
dass sie nicht nachlässig werden in Bezug auf ihre Verantwortung gegenüber Israel. Wir als wiedergeborene Christen, als Gemeinde, wir haben eine Verantwortung von Gott bekommen gegenüber das Volk Israel. Und ich glaube, dass wir es auch erfüllen als Gemeinde, als Missionswerk. Aber diese Aufgabe gilt uns alle. Römer 11, Vers 11 lesen wir. Römer 11, Vers 11. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fielen? Auf keinen Fall. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Um sie zur Eifersucht zu reizen. Geschwister, die Gemeinde ist da als ein Werkzeug Gottes, um dass der Überrest Israel, der noch nicht glaubt, zur Eifersucht zu reizen. Und ich frage mir diese Frage, hat die Gemeinde dies wirklich erfüllt? Teilweise schon, ja. Aber wenn man die Kirchengeschichte mal anschaut, wenn man sieht, was da über die Jahrtausende, also die letzten Jahr 2000 alles schon passiert ist und wie eigentlich im Namen Jesus, im Namen des Kreuzes Juden verfolgt werden. Und wir müssen verstehen, dass wenn wir in eine messianische Gemeinde nach Israel gehen, eine jüdische messianische Gemeinde, ja, die Gemeinden sind oft dann auch Multikulti, ja, nicht nur jüdisch, aber in fast keiner Gemeinde in Israel werden wir ein Kreuz finden. Was eigentlich schade ist, aber der Grund für dies ist, dass das Kreuz ein Symbol wurde, um Juden zu verfolgen. Anstatt sie zur Eifersucht zu reizen, hat man sie durch das Handeln der Kirche noch weggeführt von dem einzigen Heil. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater denn durch mich. Das gilt für uns sowie für das Volk Israel. Und sie zur Eifersucht reizen, ganz praktisch auch für uns. Wie reizen wir andere zur Eifersucht? Vor allem, wie reizen wir das Volk Israel zur Eifersucht? Ich garantiere euch, wenn heute Morgen unter uns Israelis sitzen würde, die Jesus noch nicht kennen, die würden nicht verstehen, was da geht, in einem positiven Sinn. Warum singen die Gol, 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 Al Adonai, Dakecha? Warum singen sie Halleluja, Adonai, Kol, Gohim, Psalm 117? Warum haben sie so viel Freude an Israel? Das reizt sie zur Eifersucht. Eine andere Art, sie zur Eifersucht zu reizen, ist, wie jeder andere Mensch, Liebe, Liebe. In der Liebe Christi, unseren Mitmenschen zu begegnen, ja, auch das Volk Israel. Eine andere Art, sie zur Eifersucht zu reizen, ist durch Liebe zum Wort Gottes. Ich war jetzt, wir durften nach Israel reisen mit der Jugend, also eine Jugendreise aus Deutschland und teils der Schweiz. Wir sind nach Israel geflogen und ich saß mit zwei der Jugendlichen und links von mir saß ein religiöser Jude am Gang. Und ich las meine Bibel, also ich las das Neue Testament in Hebräisch. Und ich habe es gar nicht gemerkt, aber er hat mich die ganze Zeit beobachtet. Und es war nicht so einfach diese nachher, weil das Flugzeug ist in Tel Aviv gelandet. Und da stand er auf. Ja, die von euch nach Israel geflogen sind, ihr wisst, wer es ist. Kaum ist der Flugzeug gelandet, dann stehen alle schon auf. Ja. Und genau das ist passiert. Ich saß noch und da hat er mich angesprochen, was mir eigentlich einfällt, überhaupt dieses Buch da zu lesen. Was ich überhaupt denke, das Volk missionieren zu wollen. Hat mir ziemlich stark angegriffen, vor allem. Okay, es war nicht so schlimm. Und ich habe ihn da ein bisschen herausgefordert, in der Hinsicht, wo ich gefragt habe, ja, hast du das schon mal gelesen und so weiter. Weißt du überhaupt, wer Jesus war? Der größte Verräter überhaupt. Das war die sofortige Antwort. Ja gut, ich lasse dieses Wort. Und
Okay, ich bin ruhig geblieben und habe einfach innerlich gebetet, Herr, er soll zur Eifersucht gereizt werden, nicht zu Zorn. Ja. Und siehe da, jetzt kamen wir zum Passkontrolle, mit der Gruppe war ich dabei und da ich immer noch einen Status habe in Israel, durfte ich den Passkontrolle ziemlich schnell durch und die armen Touristen mussten noch lang stehen. Ich dachte eigentlich in mir selbst, ich bin schon ein Egoist, ich gehe einfach durch und ich lasse die Touristen da stehen. Aber wisst ihr, der Herr hat so geführt, weil ich komme zum Gepäckausgabe und der Gepäck kam noch nicht und das geht ein bisschen länger. Dann saß ich da und dann kommt er und seine Frau und sie sitzt, einer sitzt neben mir und er hat mich wieder angesprochen. Okay, wir haben ein bisschen diskutiert und dann musste er gehen, weil der Koffer, die kamen ja langsam. Und dann hat sie angefangen mit mir zu reden. Und nochmal gesagt, ich soll doch in Zürich missionieren, in New York missionieren, aber sicher nicht in Israel. Erstmal habe ich sie gefragt, wie sie zu der Schlussfolgerung kommt, dass ich Missionar bin. Ja, weil ich habe ja nichts gesagt. Aber wahrscheinlich stand es da oben, ja. Okay, und aber, und da kam es, da hat sie mir, und sie hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, mit sie zu reden, hat sie mir gesagt, ja, ihr liest sowieso nur das Neue Testament. Ich so, wir lesen von 1. Mose bis 2. Chroniker. Ja, 2. Chroniker, hebräische, biblische Ordnung. Ja. Und sie, wirklich, das liest ihr alles durch? Ich sage, ja, wir lesen es durch und wir glauben es auch alles. Ja, wir lesen auch das Neue Testament. Wir sehen die Erfüllung von dies, was das Alte Testament. Und dann habe ich kurz ihre 1. Mose 12, Vers 3 dann zitiert und noch ein paar Verse. Sie war ziemlich überrascht. Und du hast gemerkt, da ist etwas geschehen. Sie konnte es nicht einordnen. Es hat sie zur Eifersucht gereizt. Und dann stellte diese Frage, also ich stellte sie die Frage, hat sie Hoffnung? Und sie sagt, welche Hoffnung? Schau mal unsere Welt an. Da gibt es keine Hoffnung, sagte sie. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es ist ja grausam, was da geschieht. Wir haben keine Hoffnung. Wir wissen es nicht, hat sie gesagt. Ultra-orthodox. Ich habe sie gesagt, und ich habe Hoffnung. Ich habe Zuversicht. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und sie, wirklich? Wirklich? Ich sage, ja, da steht es doch. Da konnte ich es nur kurz erwähnen, da kam der Koffer. Aber der Herr, ist einfach, der Herr gibt die Möglichkeit. Und diese Frau wurde zur Eifersucht gereizt und mein Gebet für diese eine Person ist, dass sie zu Hause geht und sagt, was ist mit denen Christen los? Die Israel lieben, die kennen das Alte Testament, sie proklamieren Jesus, sie haben Hoffnung und Zuversicht und alles. Das ist eben genau der Punkt, Eifersucht zu reizen. Und wir alle, die wir nach Israel gehen, Geschwister, wir reizen auf eine Art und Weise dieses Volk zur Eifersucht. Weil die fragen, was wollen die da? Die haben nur das Gefühl, wir gehen nur Kirchen besuchen. Ja? Ein Kirchen nach dem anderen. Das machen wir auch teilweise. Ja? Aber es geht, der Punkt, diese Liebe zum Volk und diese Liebe zum Wort Gottes. Wir sangen in dieser Gruppe dann Psalm 117 tatsächlich, ja? Draußen. Da kommt eine ältere Dame. Warum singt ihr hebräische Psalmen? Okay, wieder Eifersucht. Ja? Und das ist genau dieser Punkt. Ja, dies ist unser Auftrag als Gemeinde. Wir sind bestimmt von Gott. Da steht es. Sie zur Eifersucht zu reizen. Und dieser so wichtige Auftrag. Weil es ist einfach diese göttliche Ordnung, den Juden zuerst. Und wir sind ein Teil dieser Auftrag. Sie zur Eifersucht zu reizen. Aber in der Geschichte wurde das Volk der Jude ignoriert, verfolgt, anstatt sie zur Eifersucht zu reizen. Ich werde euch einzelne Zitate aus diesem folgenden Buch lesen, aus Christentum und Judentum, ein jahrhundertalter Konflikt. Dieses Buch gibt uns ein gutes Verständnis, was ist da geschehen. Es sind historische Fakten, wo er uns gibt, damit wir auch verstehen können, was ist da in den Jahrhunderten geschehen, dass das Christentum und Judentum sich so weit entfernt haben. Aber noch vor, dass ich zu diesem Zitat komme, müssen wir eins verstehen, Geschwister.
das Judentum hat sich in zwei Richtungen entwickelt. Zur Zeit der Jesus gab es sehr viele jüdische Gruppierungen. Die Hauptgruppen waren dann also Lehrer, die Verständnis vom Wort Gottes, da waren die Schriftgelehrte und Pharisäer. Da waren es die Sadduzäer. Dann waren es noch die Essener, noch eine Gruppe. Da gab es die Zeloten und noch kleine andere Splittergruppen. Aber von all diesen Gruppen ist eine Gruppe geblieben und das ist das pharisäische Judentum, diese Art Theologie, der heute der rabbinische Theologie ist. Und wir müssen verstehen, dass heute im Judentum gibt es diese Diskussion, wer ist Jude? Weil anhand vom rabbinischen Judentum, heute, nicht damals, jeder, der dieses rabbinische Verständnis annimmt, der ist schlussendlich Jude, schlussendlich. Wenn jemand aber an Jesus glaubt und der Jude ist, so wird heute in Israel gesagt, der ist kein Jude mehr. Natürlich vor Gott ist und bleibt er. Aber da sehen wir eine Entwicklung, es ist ein Kampf, wo da ist. Aber dieser ganze Kampf gegen Jesus, auch im Judentum, sollte uns nicht in der Irre führen und nicht verführen, antijüdisch zu sein. Eine andere Gruppierung, die sich damals entwickelt hat, war das messianische Judentum, der wir heute Christentum nennen. Aber eben im Laufe der Geschichte, und ich möchte da aus Seite 56 vorlesen, einer der begabtesten Redner im 4. Jahrhundert, sein Name war Christosomos, er hat die Rhetorik beherrscht wie fast kein anderer. Er konnte gut predigen, gut reden, aber er hatte einen regelrechten Hass. Und ich lese es vor, aus Seite 56. In einer Predigt sagt Chrysostomos, dass die heiligen Bücher den Ort nicht heilig machen. Und er hasse die Synagoge umso mehr, weil dort die heiligen Bücher sind und die Christen von ihnen angezogen werden. So gibt er tatsächlich, er sagt, er gibt zu, dass viele Christen tatsächlich eine gewisse Sympathie mit dem Judentum hatten. In der Sympathie sah er natürlich eine Gefahr und ging zu weit. Und so sagt er, Christus feierte das Passa mit ihnen, was wir aber nicht tun sollten, damit er die Wahrheit ans Licht bringen kann. Dasselbe gilt für die Beschneidung, den Sabbat, den Verzehr von ungesäuertem Brot und das Feiern von Festen. Chrysostomos wiederholt auch viele der üblichen Vorstellungen, einschließlich der Behauptung, das jüdische Unglück würde beweisen, dass Gott gegen sie ist und sie Böses getan haben. Er versucht, alle Christen davon zu überzeugen, die Juden zu hassen. Schon krass, nicht? Liebt eure Nächste, liebt eure Feinde. Da merken wir, wie gefährlich es ist, einseitig zu werden. Und dann, seiner Ansicht nach sei es für Christen eine Sünde, Juden mit Respekt zu begegnen. Was haben wir jetzt im Römerbrief Gott gelesen? Überhebe dich nicht. Ich muss vielleicht in Ewigkeit mit Christosomos reden und sagen, was ist da dir eingefallen? Ja? Okay, weiter. Seiner Ansicht nach sei es für Christen eine Sünde, Juden mit Respekt zu begegnen. Das ist wirklich hart und es wäre leicht, seine Motivation hinter seinen Worten nicht zu berücksichtigen. Er war zutiefst davon überzeugt, dass Gott mit den Juden und dem Judentum fertig war und jeglicher Kontakt mit ihnen einen gefährlichen Rückschritt bedeutete. Er hat wahrscheinlich auch seine Erfahrungen gehabt. Aber genau dieser eine Punkt. Er war zutiefst davon überzeugt, dass Gott mit den Juden und dem Judentum fertig war. Ja, was machen wir dann mit diesem einen Vers? Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Ein anderer bekannter Lehrer, von dem auch wir profitieren, aber der auch ganz stark hinter der Ersatztheologie stand, es war der Augustinus. Aber er sagt Folgendes, und da müssen wir ihm ganz wenig Kredit geben. Er sagte Folgendes, Seite 62 in unserem Buch, am Ende seiner Abhandlung gegen die Juden ruft er seine christlichen Leser auf,
Dies, meine lieben Freunde, lasst uns, wo immer möglich, den Juden im Geist der Liebe predigen. Mögen sie unsere Worte annehmen oder ablehnen. Es gebührt uns nicht, sich gegenüber ihnen zu brüsten, den Zweigen, die ausgebrochen wurden. Lass uns vielmehr bedenken, durch wessen Gnade und Erbarmen wir in welche Wurzel eingepropft wurden. Denn es heißt, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. So sollen wir zu ihnen sagen, ohne uns über sie zu erheben. Auch wenn wir in Gott triumphieren, kommt, lass uns wandeln im Licht des Herrn. Vielleicht lehnen sie es ab. Ich aber sage die Gemeinde zum Herrn, ich bin wie ein grüner Ölbaum. Ich kann mir vorstellen, wenn heute Augustinus leben würde, dass er etwas revidiert hätte. Dass es die sogenannte Ersatztheologie wäre. Weil er hat diese Gesinnung gehabt, wir müssen sie zur Eifersucht reizen. Und mit Recht hat er vielleicht verstanden, Gott hat das Volk auf Seite gesetzt. Und das war ja auch so. Aber nicht, damit sie ewig verloren gehen. Und dass er irgendwann den Plan wieder mit sie aufnimmt. Ohne zu vergessen, dass in der Gemeinde immer eine jüdische Überrest noch da war. Aber oft wurde auch dieser kleine jüdische Überrest noch ausgeekelt. Wir müssen nur 90 Jahre in die Geschichte zurückschauen. Wir müssen verstehen, dass unter Nationalsozialismus hat die Kirche, die Institutionen, ihre gläubige jüdische Geschwister in den KZ geschickt. Das waren die Gemeinden. Nicht nur, ich weiß, es gab viele auch Märtyrer, die bereit waren, mit den gläubigen Geschwistern auch in den Tod zu gehen. Aber man hat die Juden tatsächlich, die gläubigen Juden an Jesus verboten, in die Gemeinde zu kommen. Fatale Entwicklung war es. Und da sehen wir, in Christus sind wir doch alle eins, Geschwister. Und das ist so schön. Was lesen wir? Kolosser 3, Vers 11, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skitte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. Gemeinde sollte multikulturell sein. In Gemeinde sollte jeder sich schlussendlich wohlfühlen, der ein Kind Gottes ist. Ohne Unterschied, egal von wo sie kommen. Ich glaube, dass Paulus heute schockiert wäre, wenn er unter uns nicht heute da wäre, aber das Christentum heute sehen würde. Er würde sagen, Christen, was ist mit euch los? Jede ethnische Gruppe hat seine eigene Gemeinde. Jede Nation, seine eigene Gemeinde, was meine ich damit? Da haben wir arabische Gemeinde, jüdische, messianische Gemeinde, da haben wir Baptisten, Mennoniten, Brüder, Geschlossene, Offene und so weiter und so fort. Und jeder so wie es, wahrscheinlich würde Paulus sagen, sind wir nicht eins in Christus? Sollten wir nicht genau dies repräsentieren an eine verlorene Welt? Und Geschwister, heute geschieht dies in Israel. In Israel geschieht etwas, was wir nicht so stark erleben. Die Gemeinde wird wieder lebendig. Das Volk kehrt zurück und das messianische Gemeinde in Israel wächst stärker als bei uns. Bei uns wird es ja weniger. In Israel wird es mehr und mehr. Die Gemeinde nehmen immer mehr Raum in der Gesellschaft. Genau darum wird es auch immer schwerer für die Gläubigen in Israel. Aber sie sind ein Zeugnis. Sie sind ein Zeugnis von einem wichtigen Punkt. Ich sage, da hat die Kirche versagt. Friede gibt es nur durch Christus. Hoffnung nur durch Christus. Und heute sitzen Juden und Araber gemeinsam in der Gemeinde. Und gemeinsam loben sie und preisen sie Gott. In Hebräisch und Arabisch. Und Englisch und Russisch. Sie preisen Gott und sie sind eine Botschaft wahrer Friede. Die gibt es in Christus. Und diese Friede sollte auch wir vermitteln. Diese Friede in Christus allein. Es ist dies, was Israel noch erleben wird. Nochmal zurück zu
3. Mose 23, was haben wir da gelesen? Es ist das Fest der Hörnerschals, das Posaunefest, was sie heute feiern. Die Rabbiner haben gesagt, an diesem Tag, an diesem Fest, kehrt der Messias zurück. Und ja, er kommt wieder. Er kommt wieder. Amen. Ich möchte mit uns beten. Aber Vater, danke für dein geliebtes Volk Israel. Du hast sie auserwählt. Du hast sie herausgeholt, damals schon. Du hast Abraham, Isaac und Jakob erwählt, um durch ihnen ein Segen zu bringen zu allen Nationen der Erde. Du hast Abraham gesagt, denn durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und heute dürfen wir ein Teil dieses Segens sein, Herr Jesus, weil du dich offenbart hast, der aus der Same Davids, aus dem Stamm Juda, du hast dich offenbart, als der vollkommene Lamm Gottes. Und so wie du es selbst gesagt hast, denn das Heil kommt aus dem Juden her, so wollen wir weiterhin, auch als Gemeinde, uns nicht über sie erheben. Wir wollen weiterhin verstehen, unser so wichtiger Auftrag, unter viele Aufträge, aber dieser eine Auftrag, wie Paulus es sagt, ich will sie zur Eifersucht reizen, dieser Auftrag weiterhin bewusst zu leben. Aber dieser Auftrag gilt auch alle in unserer Gesellschaft, Herr. Genauso wie diese orthodoxische Frau, wie sie gesagt hat, wir haben keine Hoffnung, Herr. Draußen ist keine Hoffnung. Und so gib uns diese Kraft, diese Weisheit, Hoffnung zu vermitteln. Dass wir uns nicht irren lassen von momentanen Umständen, sondern den Blick auf dich haben. Zurück auf das, was du für uns vollbracht hast und nach vorne. Du kommst wieder. Und diese Botschaft, diese Hoffnung, bewusst zu leben, Herr. Unsere Menschheit zur Eifersucht zu reizen. Diese Menschheit draußen, Herr. Und das dein geliebtes Volk Israel. Und Herr, ja, sie sind zurück. Und so beten wir jetzt auch für die gläubigen Geschwister im Land. Herr, stärke du sie. Ermutige du sie. Bewahre du sie. Mach sie fest in dir, so dass sie dort in Israel weiterhin dieses Zeugnis weitergeben. Und ein Volk, der momentan keine Hoffnung hat. Wir sehen diesen ganzen Konflikt dort, Herr. Wir sehen auch das ganze islamische Welt, Herr, oh Herr, schenk unsere Geschwister einfach viel Kraft, Zuversicht und dass eine große Frucht weiterhin entstehen darf. Und so beten wir, Herr, komme bald. Amen.